Mein Name ist Roland Mack, ich bin Wing Chun Lehrer und wir sind hier gerade im Kindergarten St. Nikolaus in Steinfeld und machen einen Gewaltpräventionskurs für die Vorschulkinder, die jetzt im Herbst dann in die Schule kommen. Schwerpunkt bei diesem Kurs ist Gewaltprävention, das heißt, die Kinder sollen lernen, einen Konflikt zu vermeiden, bevor es zu Körperkontakt kommt, weil wir ansonsten in die Selbstverteidigung hineinrutschen, wo der Körperkontakt schon stattgefunden hat. Aber besser wäre es natürlich, wenn sie im Vorfeld den Konflikt vermeiden könnten durch Körpersprache, Mimik und Gestik. Fass mich nicht an! So? Ja, lass die Hände vorne. Okay. Jetzt komme ich im zweiten Schritt. Habt ihr gesehen, was Mimi mit den Händen gemacht hat? Ja. Für die Kinder ist am wichtigsten, dass sie erkennen und lernen, dass sie mit einer aufrechten Körperhaltung, mit einer entsprechenden Mimik und Gestik einen Gegner von seinem Angriff abhalten können. Und wenn sie das weiter lernen, dass sie auch anderen Kindern damit zu Hilfe kommen können, die bereits in Bedrängnis gekommen sind.